Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu bei der Hutmoden-Show. Heute mit eurem sehr Rufus, Vince und mir. Dem Deutsch und wir fragen nach der Hutmode der Zukunft. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Oh, Schubi-Hubi, Dabli-Wubi-Di-Labla-Blubi-Labla-Bi-Du. Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Kristallkugel? Was haben wir damit? Nanu, hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Also was sagt man dazu? Das Pfeifenkopfmännchen ist ein Hochstapler. Handbohrer? Farbeimer? Und fertig ist die Bowlingkugel. Die Ding wird einmal zur Bowling fahren. Oh Mann. Nanu, wo ist sie geblieben? Aua! Autsch. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Schnell, Vince, wir sind hier fertig. Gib Gummi. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben. Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Planungstisch? Jetzt, wo die hier wechseln, können wir mal so ein bisschen umschauen. Dachte ich mir schon. Bitteschön, der Ring. Ein Ring um... Und? Diese Putze. Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Knopf. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Ja, dann bestätigen. Schwamm drüber. Auf geht's! Das kann ja nur schief gehen. Aua! Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Hallo, Mohammed. Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The West of Dan. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist
Moment, ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Uhren zu tun hat. Okay. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Zeiger? Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Das stimmt schon irgendwie. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Eine Armbrust. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja super, dann brauchst du sie ja nicht. Zum Berg? Hä? Also? Zelt. Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Ich seh's schon kommen. Das ist zu weit weg. Und jetzt? Von hier aus jetzt? Das ist zu weit weg. Oder können wir die in die Lache schicken? Irgendwie da was ausziehen oder sowas? Keine Ahnung. Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Hackenschotzer. Ja, super. Okay. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Bitte Westen. Moment. Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Okay. Was soll ich hier machen? Ich bin überfordert. Oder muss ich auf das Timepod schießen? Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Lache? Danke, ich hab noch. Aber hier ist doch nichts mehr. Oder kann ich hier irgendwo hinschießen? Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den... Ja, den Urlaub versaut. Kann man irgendwas hier mit dem Timepod machen, oder was? Ich weiß es echt gerade nicht. Na super. Das Timepod sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Portalpotenzial? Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Dann auf nach oben. Nö. Ja, aber... Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Ne. Ja. Nee.
Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Ring? Na, können wir beiseite? Ring. Ach du Scheiße, ey. Rita? Rita, du lebst. Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein. Das darf auch nicht sein. Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieß ja, Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Musicbox? Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Doch hier unten am Brust. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du zerschrammst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Ach, dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Okay. Hey, da ist ein Portal. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Ich blick hier nicht mehr durch. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Eingefrorener Ruf. Fidepre? Die brauche ich dringender als er. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Können wir mit der Armbrust... Na? Jetzt komm schon. Oh nein! So ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Eingefrorener Rufus. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Natürlich. Weil es in seiner Tasche gelandet ist. Ne? Also. Hier wächst gar nichts mehr. Können wir hier die Bodendose anpflanzen? Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen. So, da musste ich einmal ganz kurz die Folge unterbrechen. Okay, was wurde jetzt hier gesagt? Das habe ich schon wieder gerade vergessen. Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen. Okay. Gehen wir nochmal zurück zum Stadtkern. Und dann hast du hier eine Konservendose. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss, mein Kind. Okay, Musicbox. Da ist keine Musik drin. Natürlich. Ansonsten ist hier aber auch echt gar nichts mehr. Können wir hier die Fidebrille? Nichts Neues zu erkennen. Okay. Dann gehen wir nochmal zur Hacienda. Aha, ich sehe Potenzial. Ach, da oben. Ja, dann mach doch mal. Da
Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Okay. Was bringt uns das jetzt? Wir können hier in das Portal gehen. Aber... da ist dein... Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Eingefrorene Studenten? Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Oh nein, warum soll man zu hören? Ja, das, ja war das war lustig. Ach, die, ach, guten, die guten alten Zeiten. Zeiten. Naja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ja, sonst kommen wir hier auch nicht weiter. Was können wir denn machen? Können wir irgendwie den Ring in die Jukebox reintun? Warte mal, das Einhorn. Das hat eine Nadel auf dem Kopf. Beziehungsweise... das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Konservendose? Jetzt haben wir hier eine Bohne. Dann pflanzen wir die da mal an. Bohne? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Okay, aber wird die Bohne? Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Oder Moment. Enttäuschend. Ich habe eine Idee. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Ich habe eine Idee, wie wir auf ewig das sichern können, wenn wir die Bohne durch dieses Portal werfen zur sollen. Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp. Dann sollte da jetzt auch was gewachsen sein. Ja, ey, wir können durch das Portal. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Goal, Macronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren. Oder? Ich Portal? Gehe nicht, bevor ich weiß, wie ich in die richtige Zeit zurückkomme. Was ist hiermit? Denkt nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Okay. Können wir die weiter aufdrehen? Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Okay, dann... wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Dann gehen wir mal wieder nach vorhin. Tachyon-Schlüssel. Aua.
Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Ja, dann pumpt mir nochmal. Und wieder zurück. Au! Alter, was zum Teufel? Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Die Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Ja, dann nichts wie hin zur Stadt kehren. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Ja, jetzt kommt schon Goal. Du, Goal? Hau ab, kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Hä? Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffel? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Goal, oh, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aua! Hey da, wo ist das Timeport? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Oh Gott. Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch aus. Hier die Brille. Ja, ist halt so. Aha, ich sehe Potenzial. Hm? Da ist jetzt auch ein Potenzial. Da schießen wir dann nochmal rein. Da unten ist auch eins. Alter, das ist so scheiße verwirrend manchmal. Aber ich gehe nicht ohne Goal. Weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Ja gut, dann würde ich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ich habe jetzt mal diesen Teil 10 Minuten lang gemacht. Und ich mache jetzt einfach mal hier eine Pause. Ihr hattet ja auch Notfall, hattet ihr ja gestern oder vorgestern, glaube ich, eine längere Folge. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.